Wunderschöne Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit. War aber schon ein bisschen spät. Sehr spät. Ich muss ganz schnell den Flieger bekommen. Ich muss nämlich nach Bali und dann geht es von dort aus weiter. Aber in Bali triffst du schon ein paar Leute. Da treffe ich schon ein paar Leute. Werde ich euch gleich zeigen. Ihr kommt dann am Samstag nach Bali nach. Und genau. Ich komme nach Bali zurück. Ja, ja. Dann treffen wir uns dort. So, dann sag mal tschüss, Papi. Du kommst mit Mami und Svetlana nach. Okay? Genau. Wir fliegen in zwei Tagen. Noch zweimal schlafen. Noch zweimal schlafen und dann kommt ihr hinterher. Gib mal Papa einen Buschki, weil Papa muss jetzt los. Ja, du kommst du. Bleibst du mit Mama oder gehst du mit Papa? Ich bin gegen Papi. Damit hast du So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Nein. Ich jetzt mit Lada werden einen auf gechillt machen. Ich muss los jetzt. Okay, tschüss. Okay, ciao. Ciao, mein Schatz. Liebe dich. Oh, echt dich auch. Pass bitte auf dich auf. Ich liebe euch auch. Es tut mir leid. Oh, wonderful. Good morning, Rahim. Morning. How are you? Good to see you. I think, what's your name? Svetlana. Yeah, Svetlana. She go to airport. Oh, that's why you look so beautiful. Oh, oh wait. Not a good start. Thank you so much. Thank you. See you very soon. Boah, bin ich mal gespannt jetzt. Keine Ahnung, was jetzt hier für Regularien sind. Braucht man irgendeinen Test, Ausweis, Impfnachweis, keine Maske? Läuft das hier noch mit Maske? Oder ich, keine Ahnung. Rahim hat mir gerade gesagt, dass Jokowi, also der indonesische Präsident, gestern eine Ansage getätigt hätte im Live-Fernsehen, dass keine Masken mehr getragen werden müssen. Aber alle tragen Maske hier. Schmeiß weg. Na? Gerissen. Das ist auch meine einzige Maske. Wie alt bist du? 36,9. Ja, then this is what it is. So, der halbmaskierte Bandit am Start. Liebe Leute, ich liebe den lombokianischen Flughafen, weil er einfach so klein und überschaubar ist. Man kommt so schnell von A nach B. Security, easy going normalerweise. Mit dem Equipment-Koffer, ich werde immer so hart auseinandergenommen. Hier ganz entspannt durchgewunken. Und fertig. Auch Glück gehabt. Diese Jeep-Tasche hätte mir fast zum Verhängnis werden können. Hätte ich sie nämlich einchecken müssen, heißt aufs Laufband draufschmeißen und unten ins Gepäckfach vom Flieger reindrücken müssen, dann hätte ich jetzt nochmal extra bezahlen müssen. Sprich, ich wäre dann zum anderen Schalter gegangen, hätte mich anstellen müssen, so ein Receipt holen, bezahlen, wieder zurück, neu anstellen, dann hätte ich safe nicht mehr geschafft. Jetzt haben sie mich aber durchgelassen. Und schau mal, wie viele Leute sind. Flughafen ist voll. Komplett weggeknackt gerade, so unfassbar müde. Aber wie ihr seht, ich habe eine neue Maske. Haben sie mir direkt gegeben, richtig nett. So, ich bin gleich am Zusammenklappen. Ich habe mir erstmal Fried Noodles zum Frühstück bestellt, schön mit einem O-Saft und gleich gebe ich mir noch einen Kaffee. Das Schöne ist, die wundervollen Personen, die ich auf diesem Trip jetzt begleiten darf, Cenk, du sitzt alleine, kannst die Maske abnehmen, die werden jetzt gleich ankommen. Die haben soeben ihre Koffer abgegeben und werden hier gleich eintreffen. Vielleicht joinen sie mich auf eine Runde Local Breakfast. Nikola. Genau. Oh Gott, was du weißt, dass wir 9 Uhr morgens haben, ne? Indonesien halt, ne? Ach so, das ist man zum Frühstück, ne? Wir essen das drei. Ich bin noch nicht fertig. Wir essen die dreimal am Tag. Was? Lisa hat das für euch irgendwie, keine Ahnung. Echt? Ja? Aber das war kein Pferd. Habt ihr das nicht bestellt? Ich weiß von nicht. Von Deutschland nach Indonesien mitgenommen. Ja, danke. Ja, ich danke. Hab damit wir auf dem Trip jetzt Waffeln haben, ne?
Labuan Bahau. So, liebe Leute, wir sind nun endlich vereint. Micha und Lisa. Und Cedric kennt ihr ja schon. Jetzt sind auch Nelly und Mikolai mit dabei. Hier als ganze Truppe. Wir werden nun 4 Tage, 3 Nächte auf einem Boot irgendwo in Indonesien verbringen. Wir werden jetzt mit dem Flieger erstmal nach, müssen wir mal gucken, Labuan Bajo fliegen. Das ist, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, ja. Labuan Bajo ist genau wo? Flores. Ist Flores, ne? Ich glaube, ja. Ja, ich wollte jetzt nichts Falsches droppen, aber auf der Insel Flores. Ja. Und von dort aus werden wir das Schiff nehmen. Ja. Und ins Meer stechen. Ja. Bis wir auf die Dinosaurier treffen. Genau. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Klingt so fernab von Realität, aber wir werden tatsächlich Dinosaurier sehen, Freunde. Ich bin mit einer Propeller, mit so einem Turboprop angekommen hier. So einen wollte ich auch mal fliegen. Ja? Ja. Selber fliegen oder? Nee, fliegen. So ein Wasserboot oder so, weißt du? Selber fliegen könnte das letzte Mal sein, ne? So, Labuan Bajo angekommen. Ich habe gerade verzweifelt mein Waffeleisen gesucht. Das wurde tatsächlich schon mitgenommen. Oh, Werbung. Aber du musst halt aufpassen, dass dieses Ding dich da nicht beißt, ne? Wegen Giftigkeit. Ja, das sind womöglich hier die bekanntesten indonesischen, ultra geil geshapten Inseln. Da werden wir oben stehen, hoffentlich. That's me. Welcome. Oh, thank you. Makasih. Also interessant, dass ihr das organisiert habt und nur ich stehe drauf. Alexander, ja, das bin ich. Ach so, heißt Alexander mit ersten Namen? Nee, das ist nur. Ihr habt ein bisschen mehr vor mit den Drachen, oder Michael? Ich wollte so einen Drachen mitnehmen. Alter! Ey, würden die das merken, wenn da so ein Drache fehlt auf der Insel? Ich weiß nicht. Ey, wir kriegen das hier gar nicht hin. Hilfe! Hilfe! Oh! Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich mega, dass ihr mich gefragt habt. Und er freut sich, dass er kommt. Er freut sich. Wie geil ist das denn? Ja, das ist auch. Ja, damit. So lässt sich's reisen. Ist geil, ne? Ja. Hallo. Hallo. Schalalala. FC Schalke. Was? Fußball. Alles nur einmal. Ja. Ganz kurzer Zwischenstopp. Die Jungs wollen ein Bierchen trinken. Und das Bier auf dem Boot wird extremst teuer werden. Deswegen wollen wir noch einen Kasten mitbringen. Ich trinke tatsächlich seit Silvester, seit Neujahr, keinen Alkohol. Hier haben wir schon Binsi. Hier, wir müssen nach fragen. Hä? Ich habe Bier vorne schon gesehen. Kasten? Bro, also hier gibt es keine Kästen. Doch, die haben Kasten. Nee, die haben Kartons. Ah. Die haben diese Kartons. Okay. 12 Stück sind da drin. Wir brauchen ja echt 2. Wir nehmen 2 Kartons mit. Wir wollen schon so ein bisschen so saufen, ne? So ab und zu. Malle Urlaub 2.0. Jo. Saftig. Ja, freut mich. Ich hab Bock. WM 2022. Thank you very much. Na, wo kommt? Ja, hier. Da ist es. Ja. Oh, darf ich hinten schlafen? Stell dir vor, 3-4 Tage ohne Sonnenschutz jetzt. Which boat? Ah, hier ist unser Boot. Ja, ja, stimmt. Nicht schlimm, wir haben 3 Kisten Bier. Guck dir diese Hütte an. Komm nicht klar, was ist das für ein 5-Sterne-Hotel auf dem Wasser? Okay. Ah. Hier. Wir sind hier. Junge! Ich bin auf Spatz! Liebe Leute, wir haben abgelegt. Wir sind auf der Samara 2. Ein doch für mich relativ großes Segelboot. Ich glaube, ich war noch nie auf so einem großen Segelboot. Was ist los? Was? Essen ist fertig! Oh, Essen ist fertig! Geil! Mega nice. Hier ist gerade alles Schlag auf Schlag. Wir haben gerade eine Einführung bekommen. Neben uns
ist noch ein 7-köpfiges Team am Start. Von Kapitän über Beibootskapitän, Engineer, falls irgendwas passiert, Bartender, Servicekräfte etc. Wir haben heute noch saftig was auf dem Plan stehen. So, jetzt, wie Sedo gerade gesagt hat, Essen ist fertig. Schauen wir mal, was es Leckeres gibt. Was wir morgen noch machen werden, ist das Highlight dieser Tour. Wir werden die Komodo-Warane, die Komodo Dragons sehen. Das sind Warane, die über 2 Meter lang sind. Ich glaube, die haben zu den Zeiten der Dinosaurier schon gelebt. Und da schaue ich mal, ob ich es schaffe, mit meinem Weitwinkel einen saftigen Shot zu kassieren. Zeigen, dass hier gerade mein Boot vorbeifährt, beziehungsweise wir an meinem Boot vorbeifahren. Ganz. Ist nicht Cheng Lo, sondern Cheng Ho. Wofür das Ho auch immer steht. Das ist wirklich unfassbar leckeres Essen. Sehr, sehr empfehlenswert. Jetzt beginnt unsere erste Tour. Wir haben jetzt gerade erstmal 20 Minuten gechillt. Ich habe tatsächlich richtig Kopfschmerzen gerade bekommen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Sabibo heute Morgen noch so just in case, falls du Kopfschmerzen kriegst, hier noch ein paar Ibos reingeknallt in den Koffer. Und ich denke mir so, nee. Aber ich habe heute den gesamten Tag noch keinen Kaffee getrunken. Und ich glaube, ich bin einfach so heftig koffeinabhängig. Gerade mit 2 Doppelshots Espresso getilgt. Jetzt bin ich mega high und werde jetzt hier gleich über die Wasseroberfläche laufen. Spaß. Aber wir werden jetzt als ersten Trip hier den Berg hochklettern und mal die Sicht von oben genießen. Später kommen wir an eine weitere Insel, wo wir Flughunde, Flying Foxes, sehen werden. Das ist ein Tier, was ich tatsächlich nur aus irgendwelchen Dokumentationen kenne. Ein Hund, der fliegt, Freunde. Habt ihr sowas schon mal live gesehen? Ich bin mal gespannt. Haben die euch solche Flaschen gegeben? Ja, willst du auch so eine? Gut, ist das denn? Vielleicht ohne Bier. Da ist doch kein Bier drin. Da ist doch kein Bier drin. Da ist Wasser drin, sprudeliges aber. Really? Ja, ja. I don't believe you. Are you ready? Yeah! Das wollte ich hören, Alter. Es ist hier ein richtiger Touristenspot. Die ganze Zeit. Oh. Okay, ich mache ein Video. Das war süß. 3, 2, 1. Noch einmal. Oh, süß. Und jetzt gemeinsam runter. So wie es dann ist, wollen die Indonesier immer sehr gerne Fotos mit uns Bullets machen. Nutzen wir doch mal diesen wunderschönen Spot aus. Sie meinten, sie wollen ein Foto machen mit den Mr. Tattoos. Da haben sie hier direkt alle. Alle tätowiert. Okay, nice. Avengers? Yeah. Yeah. Okay. For us is adventure. Cedric möchte euch was ganz Wichtiges mitteilen. Micha wollte, dass ich einen Tornado zünde. Ich habe gesagt, ich möchte keinen asozialen Saufurlaub machen, sondern genießen. Ja, dann genießen wir einfach. Ja, wir gucken gleich mal. Come here. Thank you. Alter, habt ihr gerade gehört? In dem ganzen Jubelgewitter, was für ein actual Gewitter da am Start ist. Das hat ja so gebumst, das ist auch mit der Grund, weswegen Sabibo nicht mitgekommen ist, weil sie heftig Schiss hat, auf einem Schiff zu übernachten. Warum? Wahrscheinlich zu häufig Titanic geguckt. Und mit Gewitter, Sturm, Wellengang, alles geht unter, Endzeitstimmung. Aber mir ist tatsächlich auch gerade aufgefallen, dass es relativ kompliziert und gefährlich wäre mit Mila auf dem Boot. Mal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich eine 4-Tagestour extremst langweilig für Mila wäre, weil sie die ganzen Wasseraktionen wie Schnorcheln etc. gar nicht mitmachen könnte und die ganze Zeit auf dem Boot verweilen würde, dass 4 Tage einfach ein viel zu langer Zeitraum wäre für sie. Und es ist halt viel zu gefährlich, weil du überall ins Wasser kippen kannst. Aber Schatz, wenn du das jetzt siehst, vielleicht hast du ja wirklich Glück gehabt und uns ereilt jetzt das übelste Gewitter mit folgendem Sturm. Wir werden es sehen. Hoffen wir nicht. Daumen drücken. Jetzt weiß ich, warum ich die tote Katze mitgenommen habe. Der Popschutz. Es wird langsam unangenehm windig. Ist eigentlich ganz lustig, ne? Die ziehen da die ganze Zeit diesen Tampen und ich dachte, die setzen jetzt hier die Segel. Ich guck hoch,
weder Fock noch Hauptmast, gar kein Segel oben. Die ziehen hier einfach nur den Anker ein und machen hier Fake-Segeltour. Einfach Motor eingeschmissen. So, liebe Leute, der erste Tag neigt sich dem Ende zu. Die Sonne geht gerade unter, leider ein bisschen bewölkt. Dennoch schöne Atmosphäre, schön windig, leicht kühl. So, wir befinden uns jetzt hier tatsächlich ca. 100, 200 Meter von so einer Mangroveninsel entfernt. Ihr seht das hier vorne. Da stehen noch ein paar Boote, wir tuckern da jetzt auch so langsam hin. Das Besondere an dieser Mangroveninsel ist, dass in ca. 10 Minuten, wenn die Sonne weg ist, die Flughunde, die wir eben erwähnt hatten, zu Hunderttausenden da hochschießen werden, um dann ihren Fressrausch zu tilgen. So wie man das aus Fledermaushöhlen kennt, die wir jetzt auch auf Lombok zum Beispiel gesehen haben. Da kommen so invertierte Tunnel, die dann so aus den Höhlen schießen. Hier die Besonderheit, die leben auf dieser Mangroveninsel und nicht im Tunnel. In der Höhle. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, dass wir das von dieser Entfernung aus gut aufnehmen können. Was ein wahnsinnig cooler Tag. Richtig schön, dass ich mit den Jungs und Mädels hier gemeinsam sein kann. Es hat sehr viel Spaß gemacht und extrem viel Vorfreude auf das, was uns über die nächsten paar Tage hier erwartet. So, ich bin jetzt in meiner Kajüte. Ah, leg mich hin. Ey, gut, kalt. Einfach hier in der Aircon. Lief die ganze Zeit durch. Ich habe Minus gerade. Ich habe mich hier schon ein bisschen breit gemacht. Werde hier gleich noch die ganzen Akkus laden. Auf ganz Intelligenz unterwegs. Intelligenz? 1.19 Uhr. Wir haben so lange geredet gerade noch. Ist ja nicht so, dass wir um 5 Uhr schon aufstehen, schnell einen Kaffee trinken und vor Sonnenaufgang den Berg hochkraxeln, um dann, wie vorhin am Flughafen, vor diesem Fahrrad oder was ist ein Motorrad, vor diesem Plakat quasi, diese wunderschöne Inselaussicht genießen werden können. Das werden wir morgen früh zum Sonnenaufgang sehen. Wir haben schon gehört, wenn wir dort die Drohne fliegen wollen, kostet uns das 1.000.000 Rupia. Das sind umgerechnet 64 Euro. Also, das ist schon echt ein frecher Preis. Aber den Shot wollen wir haben, ey. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was morgen auf uns zukommt. Ich bin richtig im Eimer. Gestern bis 3 Uhr morgens geschnitten, deswegen lege ich mich jetzt hin. Liebe Freunde, wenn ihr nicht verpassen wollt, was wir noch Wunderschönes auf dieser Reise sehen werden, werdet ein Teil von Team Chibo. Stay positive und tschüssi.